Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal Game Let's Play. Und heute mal ein etwas anderes Video, denn vom Drums hin mal wieder ein Video. Und heute, wir sind schon mit der Einzelstrecke gefahren. Wir fahren jetzt aber mit der U2Z. Fahren wir vom Schottenring zur Bösendorfer Straße und sagen mal bestätigen. Weg. So, jetzt sollten wir es da auch schon. Genau. Und heute mal im Skin von den Wiener Lokalbahnen. Ist wirklich ein sehr geiler Skin. Ein paar Probleme hat er noch, aber ich finde den wirklich. Der schaut doch wunderschön aus. So. Also, ich sage, sieht man schon mal eine. Ist es nur bei mir so leise? Aber es geht eh noch nicht so schnell. Und heute eben mit der E2 unterwegs im Skin, wenn ich bin, in der Lokalbahn. Ich werde da auch, also ich habe auch noch andere Bands, das heißt, es wird auch andere Bands noch kommen. Also, es wird jetzt nicht das letzte Drum-Sim-Video sein. So. Um 8.04 Uhr hieß es. Mal bis 8.04 vor, weil ich bin eh wieder schneller. Mal fast. Da angeweckten. Ich bin nicht hinkehren. So, weiter geht's. Kommt jetzt gerade auch eine Flex-Idee. Okay. Und heute habe ich nämlich mal den Covid-Modus auch ausgeschalten. Das finde ich auch wunderschön so. So. Also ich frage jetzt warum. Ich habe mich auf Screenshots gemacht, denn ich brauche auch einen Thumbnail. Weiß, man kann es auch anders machen, man kann es eben. Mit Karten könnte ich mir das was nehmen. Oder nochmal neu starten, neu spielen, einfach mal. Aber wenn ich schon dabei bin, bin ich schon dabei. Das ändern wir gleich. Wir haben hier einen Gitter. So. Habe ich jetzt viel vorgespult? Anscheinend so. Wollt ihr einstellen oder nicht? Anscheinend nicht. Irgendwie blöd, jetzt schlagen wir schon so ein Stück vor, weil dann sehe ich nichts. So, dann warten wir ab.
Okay, jetzt sollte die Tür schließen, aber es wollte keiner einsteigen, also habe ich schon geschlossen. Wie groß geht's? Wir warten doch schon auf Lexi, Angriff rast. Er war auch ganz schön rast zu Beginn. Das ist schon nicht so geil, so. Ich gleich drin. So, ein bisschen mit E. Ja, genau. Perfekt. Alle aussteigen und einsteigen bitte. Auch einsteigen. Hallo. Oder was auf die nächste, dann könnt ihr auch ein bisschen Abstand halten. So. Dann nicht so viel Gas geben. Noch stehen bleiben. Das Schalten brauche ich gar nicht. Aber ich nicht. Und falls die Fläche ist, die ich wohne auf dem Bühnen. Und aber mit der U2Z bin ich noch nie gefahren. Und so seit... seit... glaube ich. Aber ich wohne eh weit außerhalb von Wien. Also in Wien noch. Aber in einem äußeren Bezirk. Was jetzt in der Stadt Wien noch auf sich geht. Oder von U2Z oder so. Oder eins oder so. Das ist bei dem Ganzen. Ja, steigt es doch ein. So, haben wir es da hinten. Hallo. So, jetzt ist sie alle. Was? Die fahren jetzt von der Rot. Jetzt ist sein, also alle einsteigen. Aber hier ist natürlich nichts dafür spät. Da unten ist mir nichts da. Aber jetzt gehen wir gleich schon Vollgas. Wir sind eh schon da viel zu spät dran. Parlament, Umsteigen 2, in Richtung Dornbach. Sehr schön, wenn das Parlament mal wieder so ausfindet. Weil wir wissen, ich blieb noch ein, oder sicher noch, ein Umbau. Also, Gerüst vor Gerüst und so. Das haben sie ja verlegt, das ganze Parlament, und also
wenn es dann wieder so ist, dass es mal ist, sagen wir so. So, jetzt sollte man bald gleich gut viel. Und mit M kann man auch im Spiel ausklappen, falls man es nicht gewusst hat. Da gab es auch am Anfang mal Probleme, aber das gibt jetzt keine Probleme mehr. Hinten steht schon nichts da. Danke. Aber die Ecke da ist ein bisschen viel schlauer geworden. Weil vorher, wenn ich da gefahren bin, sind wir auch reingedonnert. Auch dann hinten einfach reingefahren. Also nicht gerade, dass ich jetzt nicht bremst, sondern auch auf der Seite reingefahren. So, langsamer werden. Blinken. So, eine Ein- und Ausstand bitte, aber beeilt euch, ich bin ein bisschen in Verspätung. Da hinten. Ja, du steckst ein oder gehst. Habe ich jetzt auch grün kein Geld fahren. Da kommt der hinten schon der nächste. Ja. Und weil die Feldfahrt Straßbahn so. Ja. Die Fahrt so. Ich weiß nicht, wie es die fahren, aber ich fahre auch oft mit Straßenbahn, da kann ich das nicht fahren. Der Alte, da gehen die Gas aus eurer Saison und machen wirklich eine halbe Notbremsung gefühlt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, generell auch Busse oder so sind jetzt nicht gerade besten Fahrer oder und fahren dann immer Vorträge. Ja, es ist nicht immer größtenteils, es ist der Schuld der Leute und so. Wundert mich auch, dass es Unfälle gibt, die da fahren, also. Aber ganz klar, es gibt auch normale Fahrer, also in Italien gibt es auch normale, also ganz normale Leute. Und es gibt halt auch größtenteils Leute, oder mit denen ich unterwegs bin. Ich kann nicht sagen, zu einer Zeit, wo ich nicht unterwegs bin, sind vielleicht die total besten Leute und so, wenn ich fahre, sind die gefühlt angesoffenen. Aber ja, aber bei Straßenbahn ist auch, wenn wo ich jetzt da drinnen 30 oder 50 fahre, da fahren die fast 60 über solche Schienen drüber, gefühlt. Aber schon auch schnell, also manchmal gibt es Leute, die fahren rattern da wie wahnsinnig drüber. Und also so stark dämpfen wie ich jetzt, da bin ich auch, also halb veranstaltet. Und rot, rot, rot. Ich bin grün. Da ist da keiner. So knapp daneben geht. Danke dann. Ja. Ah, danke. Und letztens, nein, mach das nicht. Umsteigen 2, 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
Aber was haben wir bei Nerven haben sie, oder ich mich frage, ob ich fragen sie mit wählen kann oder so. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ja, kann ich, aber nicht mit das Du. Mit das Du ist das ein Horror. Ich habe eben Joystick, prinzipiell halt in den Kopf, für einen Flight Simulator. Aber ich mache nicht. Fragt mich nicht warum. Zumindest nutze ich dafür und dafür bin ich vollkommen zu. Es ist einer um nur, glaube ich, 40 Euro oder so. Aber ist kein teurer. Aber für ein Tram-Sim reicht jeder billige oder brauchst nicht nichts Hochwertiges. So. Aber wir haben durch eine dezente Verspätung. Und dann, heute war ich auch in der Stadt drinnen. Und da habe ich natürlich auch drauf geachtet, nämlich diese, so, habe gerade meine Maus jetzt sortiert, nämlich diese Punkte. Weil vor dem Tram-Sim wusste ich nicht, dass die da überhaupt gibt, dass die existiert. Aber seitdem achte ich so und dann sehe ich es überall, weil ich habe nie dezent so viel drauf geachtet. So, wir müssen jetzt nämlich nach rechts abgehen. Also brauchen wir hier rechts, da. Das ist sie. Oben sehen wir auch hier. Schiene ist nach rechts und nicht nach links oder komplett gesperrt oder so. Sondern das passt so. So, jetzt kriegt er die Gradspur grün, das interessiert die Nulle. Link am Ausschüler-Straßenbahn dranpicken. Das ist jetzt gerade zum Fahren. Menu. Erste. So, und gleich kriegen wir auch rechts grün. Da haben wir schon Achtung, dass man die Tür schließen sollte oder so. Und so. Da mit der Ampel da, also die Leute da, wenn die so lang sind, gehen, müssen wir aufpassen. Also ich hört Leuten, dass da nicht keiner rumrennt. So, da ist links. Da ist es durch das Ganze. Und war auch in der Nähe von der vom Bahnhof vom Ding eben. Und ich war noch nie dort, aber in der Nähe und so, also kann schon sagen, es ist sehr realistisch da. Natürlich nicht alles weiß ich nicht alles. Denke ich nicht. Aber es ist schon sehr, sehr gut. So. Dann war es das schon mit dieser Folge hier mit unserem schönen. Gerne! Und dann steigen sie erst recht hier ein. So. Voilà. Dann bedanke ich mich sehr, sehr fürs Zuschauen. Natürlich abonnieren, nicht vergessen, liken und teilen. Kann ich das auch gerne. Und eine Sache kurz. Denn es werden auch weitere Videos kommen. So was, so wie, warum, weshalb, wieso, wie auch. Das weiß ich noch nicht. Aber ich werde versuchen, jetzt öfters Videos zu machen. Also kommt bis zum nächsten Video und bis dahin sage ich dann, ciao.